Nach dem Verbot der Kurdenpartei DTP durch das türkische Verfassungsgericht ist es im mehrheitlich von Kurden bewohnten Südosten des Landes zu heftigen Ausschreitungen gekommen. In Yüksekova, nahe der iranischen Grenze, errichteten Demonstranten Straßenbarrikaden und bewarfen Sicherheitskräfte mit Steinen. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Auch in Van, Hakkari, Diyarbakir und Istanbul kam es zu Protesten. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Wegen angeblicher Kontakte zur kurdischen Untergrundorganisation PKK war die DTP am Freitag vom Verfassungsgericht verboten worden. Eine Maßnahme, die der türkische Staat regelmäßig anwendet, um ungeliebte Parteien oder Politiker loszuwerden. Bereits die vier Vorgängerparteien der DTP waren allesamt wegen angeblicher separatistischer Bestrebungen verboten worden.